herzlich willkommen heute vom Blomberg bei Bad Tölz. Das ist der ideale Ort für alle, die Wintersport lieben. Denn hier gibt es nicht nur eine Sommerrodelbahn, sondern eine der längsten Winterrodelbahnen Deutschlands. Und zwar mitten durch den Wald. Außerdem kann man hier Schneeschuh wandern, es gibt Pisten zum Skifahren und man hat die Möglichkeit, einen neuen Trend auszuprobieren. Und zwar Airboarden. Wie das geht, verrate ich Ihnen gleich. Jetzt erstmal die Themen unserer heutigen Sendung. Mit Schneeschuhwandern macht dem Skifahren mittlerweile richtig Konkurrenz. Denn es gibt immer mehr Leute, die Spaß daran haben, durch die unberührte Winterlandschaft zu laufen. Schneeschuhe sind natürlich keine neue Erfindung, sondern schon die Indianer und Trapper brauchten sie damals unbedingt, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Hier am Blomberg kann man Schneeschuhe leihen und dann sofort loswandern oder auch geführte Touren mitmachen. Ja, und wer sagt, Schneeschuhwandern wäre kein Sport, der täuscht sich gewaltig, denn auf Dauer ist es richtig anstrengend. Nicht umsonst läuft Ex-Skirennläufer Christian Neureuther regelmäßig mit Schneeschuhen, um sich so richtig fit zu halten. Puh, ich bin schon ganz schön außer Atem. Also Schneeschuhwandern ist wirklich super für die Fitness und ein idealer Sport, den man in der Gruppe machen kann. Alleine ist auf Dauer ja auch ganz schön langweilig. Nur oft findet man so schwer Gleichgesinnte. Deshalb boomen ja auch Dating-Seiten, wo man ganz gezielt nach Menschen suchen kann, die die gleichen Hobbys haben. Und es muss ja nicht immer die große Liebe sein, sondern vielleicht einfach nur ein neuer Freizeitpartner. Deutsche, Österreicher und Schweizer sind ja quasi mit dem Schnee aufgewachsen und so gut wie jeder stand schon mal auf Skiern. Menschen aus Afrika oder Mittelamerika dagegen wissen teilweise gar nicht, wie sich Schnee anfühlt, geschweige denn, wie man Ski fährt. Umso spektakulärer, wenn solche Leute dann an einem Schneewettkampf teilnehmen. Vielleicht können Sie sich noch an Cool Runnings erinnern. Ein Bobteam aus Jamaika, das bei den Olympischen Spielen 1988 in Calgary teilgenommen hat. Sind zwar nicht besonders gut gefahren, aber dafür waren sie die Publikumslieblinge. Und sowas Ähnliches will jetzt auch ein Togolese versuchen. Ja, und wir drücken dem Togo-Team natürlich auch ganz fest die Daumen. Hier am Blomberg kann man einen neuen Trend ausprobieren, und zwar Airboarden. Mit dieser Luftmatratze geht's gleich den Berg runter und da bekommt man richtig Tempo und demnach weht einem ordentlichen kalter Wind um die Ohren. Ganz wichtig also die Ausrüstung. Skihose, Skijacke, Schal und Mütze. Ja, beim Airboarden sind Mützen strengstens verboten, weil da braucht man unbedingt einen Helm, weil es geht mit diesem Ding ganz schön rasant den Berg runter. Deshalb ist auch ganz wichtig, dass man vorher eine Einweisung bekommt. Und der Heiko Fröhlich gibt hier Airboard-Kurse. Heiko, worauf kommt es denn beim Airboarden an? Ja, wichtig ist, dass die Leute neben dem, dass sie Spaß haben, natürlich sicher unterwegs sind, dass da nichts passiert. Und wir zeigen den Leuten in den Kursen, wie man sicher bremst, wie man Kurven fährt und sich entsprechend auch korrekt auf der Piste verhält. Ja, das zeigst du mir auch gleich. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das Airboard macht, was ich will. Denn bei Pferden beispielsweise ist es gar nicht so einfach, weil die haben ja schließlich ihren eigenen Willen. Und beim nächtlichen Rennen in Fischbachau ist es ganz besonders wichtig, dass Pferd und Reiter sich gut verstehen. Also Airboarden macht echt so richtig Spaß und man bekommt aber ordentlich Tempo. Deswegen sollte man als Anfänger lieber ein bisschen im Flachen üben. Aber Airboarden ist nichts gegen Fassdaubenrennen, weil das ist wirklich nichts für Angsthasen. Ja, und genauso verrückt geht es hier gleich weiter. Und zwar beim 5. historischen Skirennen in Krün in Oberbayern. Und da ist wirklich alles Moderne strengstens verboten. Die einen mögen es rasant, ja, und die anderen genießen lieber die Ruhe der Natur. Und es gibt ja auch so ganz geheimnisvolle und magische Orte. Der Christelsee bei Oberstdorf ist so einer. Der trotzt Minusgraden und friert nie zu, egal wie kalt es ist. Aber warum eigentlich? Um den Christelsee ranken sich viele Sagen und Geschichten. Hier am Blomberg gibt es eine der längsten Winterrodelbahnen Deutschlands. Den Schlitten kann man sich leihen und dann geht es bergabwärts zurück ins Tal und zwar mitten durch den Wald. Also ich habe heute genügend Sport gemacht. Ich werde morgen bestimmt einen gescheiten Muskelkater haben und deswegen sage ich Servus, bis zum nächsten Mal.